Was einen nicht umbringt, macht einen nur härter. Es war knapp, aber Sam kam gerade noch mal mit dem Leben davon. Da er nichts mehr zu verlieren hatte, nahm er den gefährlichsten Auftrag seines Lebens an. Zwischen all den anderen verzweifelten Gestalten im Gefängnis fiel er nicht einmal auf. In Ellsworth gab es keine Sonderbehandlung. Sam war nur einer von vielen. Es war kein Zuckerschlecken für ihn, so viel steht fest. Es fiel ihm nicht schwer, wie ein Häufchen Elend zu wirken, seit Sarah seine Tochter getötet wurde. Er sank so tief, wie ein Mann nur sinken konnte. War das etwa alles? Na komm schon! Schrecklich mit anzusehen, wie ein Mensch so stark abbaut. Insgeheim hoffte ich, dass diese Mission ihm wieder auf die Beine helfen würde. Wir brauchten ihn. Er war der Beste für diesen Job. Ellsworth, ein seltsamer Ort, um das Leben eines Mannes zu retten. Wir haben Sam ins Ellsworth-Gefängnis gesteckt. Nicht, weil er ein Mörder oder ein Dieb war, sondern weil wir ihn dort brauchten. Einer der Gefangenen, ein Mann namens Jamie Washington, stand in Verdacht, zu einer neuen Terrororganisation zu gehören. Wir wussten nicht, was diese Leute im Schilde führten, und das bedeutete für uns, dass wir einen Mann einschleusen mussten. Aus diesem Grund musste Sam Washington zur Flucht verhelfen und so sein Vertrauen gewinnen. Er sollte Sam direkt in die Höhle des Löwen führen. Fischer, bist du da? Hier ist Jamie. Hör mal, ich hab mir überlegt, wie wir hier rauskommen. Das heißt, wenn du überhaupt hier raus willst, weil das mit dem Tunnel, den du seit einem halben Jahr gräbst, nicht funktionieren wird. Ich höre. Kluges Kerlchen. Also, ich werde in die Richtung hier ein bisschen Chaos stiften. Gleichzeitig machst du dasselbe in Block A. Wo? Na, im Block mit dem Hauptturm. Wenn du da die Zellentüren aufmachst, geht's da drin voll ab. Lefferts und McCullers machen dasselbe in C und D. Das heißt also, wenn du vorhast, mich reinzulegen, werden einige Leute nach dir suchen. Verstanden. Braver Junge. Und jetzt nimm das Zeug hier und setz dich in Bewegung. Es ist Zeit, Krach zu schlagen. Verschwinde! Der Scheiß, du mich! Nein! Und jetzt halt's Maul! Der Mistkerl Bescheid! Jamie, ich hab... Leg dich um!
Wie kommen Sie denn hier rein? Ja! Moment, ich kenne Sie doch. Gut, dann weißt du ja auch, was dir bevorsteht, wenn du nicht redest. Da drüben. Und der Code? Oh, 1403. Der gleiche Code wie unten für die Tür. Ich weiß, dass die Jungs sie mies behandelt haben, aber das ist keine Lösung. Geben Sie mir das Messer. Okay, okay. Bleiben Sie einfach ganz ruhig. Wir finden eine Lösung. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Töten Sie mich bitte nicht. Okay, okay. Bleiben Sie einfach ganz ruhig. Wir finden eine Lösung.